So, Burek hier mit der fetten Lightning Gun in der Hand. Nächste Instanz ist Deepfield Chapel. Kapelle. Die entweihte Kapelle. Und da geht's auch schon direkt los. So. Hier kommt der erste Boss. Generell solltet ihr aufpassen, wenn die Viecher euch anstürmen, dass ihr sofort einen Schritt zur Seite macht. Weil die werfen euch diese Bumerangs an den Kopf. Hier findet ihr Kerzen, das sind die Eingangsschalter für den Spot hier. Hier findet ihr den Schatz, der jetzt gerade nicht da ist. Geheimnis übrigens auch. So. Erster Boss down. Erster Boss down. Und hier gibt es manchmal auch noch einen Schatz. Und jetzt kommt es zu der dem chilligsten Boss, den ich kenne. Das einzige, was ihr macht, wenn ihr eine Lightning Gun habt, stellt euch hier hin. Und Entschuldigung, schießt die ganze Zeit Kugeln raus. Nichts anderes. Okay, wenn die Mobs gar nicht vorbeikommen, müsst ihr natürlich holen. Ansonsten könnt ihr da auch praktisch stehen bleiben, aber es dauert dann halt länger. Ja, ziemlich widerspenstig. Und zack. Nächstes Bounty ready. So. Und das war's dann auch schon mit der Instanz. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Abonniert den Channel, wenn ihr mehr solcher Videos haben wollt, auf dem neuesten Stand der Dinge sein möchtet. Like das Video, wenn es euch gefallen hat, wenn es hilfreich war. Kommentiert bei Fragen, Anregungen, Danksagungen. Wie ich euer Leben verändert habe. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ihr könnt mich auch in-game adden, dann verteile ich Shares. Ja, dann share ich meine Keys mit euch. Apropos Keys. Kann man natürlich auch mal immer wieder machen. Alles klar.